Abkürzung WLTP steht für Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure und ist das neue Verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauches und der CO2-Emissionen. WLTP hat zum 1. September 2018 den neuen europäischen Fahrzyklus, kurz NEFZ, abgelöst und ist für alle Hersteller bindend. NEFZ ist seit 1997 gültig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und den Bedingungen im Straßenverkehr. Deshalb wurde WLTP als Nachfolger konzipiert. Die Fahrzeuge werden weiterhin auf einem Rollenprüfstand getestet, aber unter veränderten Bedingungen. Die Testdauer steigt und die gefahrene Distanz erhöht sich auf mehr als das Doppelte. Auch die gefahrenen Geschwindigkeiten sind deutlich höher und die Standzeiten geringer. Damit ist WLTP deutlich dynamischer und bildet facettenreich in vier Zyklusphasen die wichtigsten Szenarien aus dem Alltagsverkehr ab. WLTP steht nicht im Zusammenhang mit den aktuellen Abgasthemen, sondern wurde bereits vor fast 10 Jahren in einem internationalen Prozess vorbereitet. Mit unseren kurzen Erklärfilmen möchten wir Ihnen helfen, die Neuerungen durch WLTP besser zu verstehen. Für alle Fragen stehen Ihnen die Teams bei Ihrem Skoda-Partner gerne zur Verfügung. Skoda. Simply clever.